So, liebe Leute, einen schönen Mittag. Herzlich willkommen aus Nassau an der Lahn. Ja, ist immer ein komisches Gefühl, nach der Urlaubsreise die Kamera dann wieder sozusagen in der heimischen Gegend anzuschmeißen oder näher an zu Hause. Aber was tun wir natürlich trotzdem gerne. Wir haben bereits 3 von 4 BÜs in Nassau gesehen. Ja, das hier ist Nummer 4. Der mit dem dicksten Verkehr. Deswegen der zuletzt. Und ja, hier müssen wir jetzt natürlich späten Mittag mit einer guten Portion Straßenverkehr leben. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Wir wissen uns ja zu behaupten, sag ich mal. Ja, Bahnhofsbereich Nassau an der Lahn, Strecke Koblenz-Limburg, Lahntalbahn, untere Lahn. Zuständiger Fahrdienstleiter steuert ein Scheidt und Bachmann ESTW aus Dietz. Die Anlage mit Lichtzeichen, E-Gong, 2 Halbschranken ergeben einen Vollschrankenabschluss, überwacht per Gefahrraum Freimeldeanlage dem weißen Ü-Ei. Das ist da, wo das weiße Auto gerade passenderweise langfährt. Verkehrsangebot, 2-mal am Tag in Richtung DB Cargo mit Übergabezügen Koblenz-Limburg und die Lahn-Eifel-Bahn von DB Regio, nämlich dem RE25, Koblenz, Niederlahnstein, Bad Ems, Nassau, Limburg, Weilburg, Gießen und der RB23, Main-Ost, Andernach, Koblenz, Niederlahnstein, Bad Ems, Nassau bis Limburg. 648, LIN 41, LIN 27, Baureihe 640 oder Talent Diesel, Baureihe 643 sind da das Angebot. We'll be right back.
und dann noch viel Freude natürlich mit den Aufnahmen in Nassau an der Lahn. Es war jetzt natürlich bitter, dass genau in dem Moment der dicke LKW daran vorbeifährt, aber ihr seht ja, dass ich die Vorampel würdigen wollte. So, wir zoomen mal ein bisschen ran, weil die Ampel aus ist.
Jo, obwohl es sicher noch ein bisschen mehr ging, aber hier ist so viel los und das Licht ist auch nicht so prima. Deswegen belassen wir es mal bei den 4 Standardaufnahmen, sag ich mal, und haben hier unsere Chronistenpflicht sozusagen erfüllt. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Hier sind wir nochmal am Bahnsteig in Nassau. Da hinten ist der Überweg, da mitten in der Kreuzung ist. Und da ist noch eine Durchfahrt Richtung Limburg. Ja, ich hatte jetzt eine sanfte Vormeldung, dass der Güterzug noch kommt. Und dann nehmen wir den halt eben am Bahnsteig auf. Da sind wir ja nicht so. So. Ja, für einen Montag auf jeden Fall eine ordentliche Länge. Aber da wäre es mir jetzt nicht wert gewesen, noch mal eine Dreiviertelstunde hier zu warten. Jo, und da kommt da jetzt jeden Moment dann mein RE25 rein. Okay. Nassau an der Lahn sind wir fertig. Da haben wir jetzt alle 4 Anlagen gesehen. Ja. Euch in diesem Bereich allzeit eine gute Fahrt und bis zum nächsten Video.